Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger der Stadt Hildesheim, des Landkreises Hildesheim, verehrte geschätzte Studierende, Gasthörerinnen und Gasthörer, ich freue mich sehr, dass wir jetzt hier sind und dass es gelungen ist, eine sehr prominente Persönlichkeit zu gewinnen. Nicht einfach von Mailand, Malpensa über Zürich und Hannover jetzt noch zeitlich hier zu sein. Ich freue mich außerordentlich, dass es gelungen ist, meine Damen und Herren, Kuno Tafusser zu gewinnen. Kuno Tafusser war hier bereits im April 2011 und sein Thema lautete der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag, wo er seinerzeit, ja, gerade mal etwas mehr als 2 Jahre tätig war. Er war das dann bis 2019 und hat viel erlebt, hat viel erfahren. Und ich freue mich nun, ihn auch hier vorstellen zu können. Wir sind ja in der letzten Runde der Europagespräche dieses Semester noch und da habe ich mir auch vorgenommen, ganz ja, wertgeschätzte Bekannte, Freunde, Kolleginnen und Kollegen einzuladen, die auch hier schon mal referiert haben. Wir hatten zuletzt hier auch Hans Heiß, der die Regierungssituation in Italien messerscharf analysiert und interpretiert hat. Heute ist es Kuno Tafusser. Tafusser ist 1954 in Meran geboren. Er besuchte dort in den Jahren von 1969 bis 1974 das Lyzeum, das klassische deutschsprachige Lyzeum, und studierte anschließend Rechtswissenschaften. Unter anderem an der Universität Innsbruck, das war damals die Landesuniversität, die Alma Mater Önigons, und Innsbruck hatte immer gute Kontakte und Beziehungen, Vereinbarungen, Studiengänge mit Padua, das schloss sich an, wo Herr Tafusser dann 1979 auch promoviert hat. Und anschließend, das ist der übliche Gang der Dinge, bei Juristen folgte die Tätigkeit als Konzipient in einer Anwaltskanzlei und damit begann auch die berufliche Laufbahn. 1985 hat Herr Tafusser die Richterprüfung nach absolvierter Ausbildung überstanden und ist in den Justizdienst eingetreten, zunächst als stellvertretender Staatsanwalt und dann als Staatsanwalt. In seiner fast 17-jährigen Amtszeit als Staatsanwalt in Bozen, also der autonomen Provinz Bozen, sprich Südtirol, hat er verschiedene Ermittlungen geleitet und Anklagen vertreten, ganz verschiedene Strafverfahren, wo es um Leben und Tod ging, um Vermögensstrafdelikte, um Korruption, um Erpressung, Amtsmissbrauch, aber auch Straftaten im Bereich der, neutral sagt man, Attentate, die es gegeben hat in Südtirol, die in den 60er Jahren einsetzen, aber sich weiterziehen, unter anderen Vorzeichen, andere, wenn man so will, Attentäter, die einen sagen Terroristen, die anderen Heimatverbundenen meinen, von Freiheitskämpfern reden zu können. Auch diese Dinge, aber auch darüber hinaus, organisierte Kriminalität, Steuer-, Finanzstraftatbestände bis hin zu Subventionsbetrügereien mit Blick auf die Europäische Union und zu ihren Lasten. Nachdem Herr Tafusser im Sommer 2001, 46 Jahre alt, relativ jung, in diesem Posten dann zum leitenden Oberstaatsanwalt avancierte durch Ernennung, hat er sich in Italien weit und über Südtirol hinaus, über die autonome Provinz Bozen hinaus, einen Namen gemacht als Court Manager, indem er dem Europäischen Sozialfonds, dem ESF, ein Projekt, ein Vorhaben, ein Pilotprojekt zur Neuorganisation und zur, wie es heißt, Ressourcenoptimierung in der Staatsanwaltschaft Bozen vorgelegt hat. Es wurde bewilligt, es wurde finanziert. Das Ergebnis war doch beachtlich. Kostenreduzierung von ca. 65%, Reduzierung des Arbeitsrückstaus auf ein, wie es suffisant lautet, physiologisch überschaubares Ausmaß etc. Best Practice, ein Projekt mit Vorzeigecharakter, das auch Modellfunktion hatte. Und das dürfte einer der Gründe gewesen sein, warum Kuno Tafusser auch schließlich interessant wurde für die Nominierung seitens der italienischen Regierung am Sitz der Vereinten Nationen in New York, auch von den Vertragsstaaten zum römischen Statut des Internationalen Strafgerichtshofs, das 1998 beschlossen wurde und 2002 in Kraft trat, zum Richter.
am International Criminal Court, am ICC, gewählt zu werden. Dieses Amt hat Herr Tafuser vom März 2009 bis 2019 begleitet und war auch Vizepräsident des Gerichts und Präsident von Voruntersuchungseinheiten. In seiner Amtszeit als Richter der Voruntersuchung, das nennt sich Pre-Trial, Trail, war er in allen, zumal Richter in beiden Kammern, Pre-Trial Chamber 1 und Pre-Trial Chamber 2, mit allen anfallenden Verfahren betraut. Er hat unter anderem Haftbefehle gegen den sudanesischen Präsidenten al-Bashir wegen Völkermord und gegen Libyens Machthaber Muammar Gaddafi wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit unterzeichnet. Er hat die Anklage gegen den Vizeministerpräsidenten Kenias sowie jene gegen ein Mitglied einer islamistischen Tuareg-Miliz wegen des Kriegsverbrechens der Zerstörung religiöser und historischer Gebäude in Timbuktu in Mali bestätigt. Er hat im Zuge des Angriffs Russlands auf Ossetien die Ermittlungen wegen dieser Aggression ermächtigt und erstmals in der Geschichte des internationalen Strafrechts hat er auch Telefonüberwachungen veranlasst, angeordnet, die zu 5 Haftbefehlen geführt haben. Im Januar 2016 hat Herr Tafuser auch als Vorsitzender des ersten Senates, Trial Chamber 1, das Hauptverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste, Laurent Gbagbo, und einen seiner Minister geleitet. Die Anklage lautete auf Verbrechen gegen die Menschlichkeit in 5 Fällen. Am Ende einer 3-jährigen Beweisaufnahme hat er dann auch das Urteil gesprochen, Freispruch, weil die Anklage verfehlt hat, die Beweislast zu erfüllen. Im Januar 2020, das darf ich noch ergänzend anführen, ist Bruno Tafuser wieder in die italienische Justiz zurückgekehrt und ist nun in der Generalstaatsanwaltschaft am Oberlandesgericht in Mailand in führender Funktion tätig. Er ist nach wie vor, meine Damen und Herren, mit seinen ehemaligen Kollegen vom International Criminal Court in Kontakt, in Verbindung. Es gibt einen engen Austausch, gerade im Lichte dessen, was seit 2014 schon, aber verstärkt in brutalisierter Form seit dem 24. Februar 2022 in der Ukraine sich ereignet hat, jener Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Und vor dem Hintergrund war es einmal mehr ein wichtiger Grund, an Bruno Tafuser zu denken. Ich verfolge ja regelmäßig nicht nur das deutsche Fernsehen, auch internationales Fernsehen ab und zu, auch mal ZIP2, ORF, und auf einmal sehe ich am Bildschirm im Hintergrund Mailand, Bruno Tafuser wird befragt zum Geschehen der Ukraine als ehemaliger Richter am ICC, und war für mich klar, Bruno Tafuser muss noch einmal zu uns kommen. Auch weil, meine Damen und Herren, weil wir die Gelegenheit hatten, gerade im Institut, aber auch in der anschließenden Diskussion dieses Vortrages, noch einmal Revue passieren zu lassen, was Bruno Tafuser uns vor mehr als 10 Jahren hier erzählt hat, hier vorgetragen hat und auch am Institut entsprechend vorgetragen hat. Ich darf erwähnen, diese Vortragsreihe Europagespräche ist nicht nur Vortrag, Diskussion und Video. Seit über 17 Jahren dokumentieren wir auch diese Vorträge und diese Gespräche am Institut. Und ich lasse das Buch mal herumgehen, aus dem Sie auch entnehmen können, was wir seinerzeit gehört haben, was wir seinerzeit Herrn Tafuser gefragt haben. Das ist alles schon Geschichte. Es ist dokumentiert. Das Spannende ist nur, das Gespräch, das wir eben am Institut führten, hat gezeigt, so viel Wesentliches hat sich eigentlich nicht verändert. Ja, im Gegenteil, man muss fast froh sein, dass es den ICC in dieser Form, in dieser Sternstunde, in diesem Fenster wundersam entstanden ist und heute noch besteht und er auch seine Tätigkeit in der Beweisstelle versucht. Bruno Tafuser, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass es gelungen ist in schwierigen Zeiten. Sie sind ein vielbeschäftigter Mann. Sie haben viele Verfahren, die Sie leiten müssen. Sie sind in wesentlicher Funktion in Mailand tätig. Man kann sich vorstellen, was das für eine Region und für eine Stadt ist, dass Sie die Zeit gefunden haben, zu uns zu kommen und zu uns zu sprechen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Wie soll ich jetzt noch sagen? Sehr verehrte Damen und Herren, Professor Lehmer, erstmal vielen Dank für die Einladung. Als ich
als Professor Angela mich kontaktiert hatte und mich so wahrgegeben hat, welchen Tag ich kommen soll, dann habe ich gesagt, ja, man kann sich einen aussuchen, das ist so weit weg. Als es dann näher kam, immer näher kam, desto enger wurde es auch für mich. Und so bin ich heute früh über Zürich nach Hannover und nach Hildesheim gekommen. Und morgen über Wien fliege ich zurück. Denn übermorgen bin ich wieder in einer Verhandlung. Okay. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich bin mir bewusst, ein Privilegierter zu sein. Ich kann auf ein privilegiertes Leben zurückschauen und die einzige Art, wie ich der Gesellschaft was zurückgeben kann, ist irgendwo von meiner Erfahrung zu berichten. Ich will keine Wählerstimmen, verkaufe keine Schallplatten, deshalb habe ich keinen anderen Grund, aber ich glaube, dass es richtig ist, von meiner Erfahrung zu berichten. Übrigens, dass ich in der Reihe von, ich habe gelesen, diese Europagespräche von herausragenden Persönlichkeiten auch einen Platz gefunden habe, finde ich auch für mein Ego nicht so schlecht. Also, das Thema, das mir Professor Geller gegeben hat, ist der internationale Strafgerichtshof und der Ukraine-Krieg. Wir sind hier, oder Professor Gehler ist am Institut für Geschichte, und ich glaube, dass alle ein bisschen mit Geschichte zu tun haben oder für die Geschichte interessiert sind. Und deshalb glaube ich, dass bevor ich auf den Ukraine-Krieg als solches eingehe oder auf die Problematik, die sich im Zusammenhang ergibt, glaube ich, dass ich zuerst mal einen Blick in die Vergangenheit schauen muss. Und zwar in eine sehr nahe Vergangenheit. Ich muss ein Stück zurück machen und ich mache ihn nicht zurück bis zu den Nürnberger Prozessen und Tokio und Jugoslawien und so weiter, sondern nur 25 Jahre. 25 Jahre, wir sind alle ein bisschen älter. Und diese 25 Jahre, Juli 1998, als in Rom das römische Statut unterzeichnet wurde, das die Grundlage des Internationalen Strafgerichtshofs darstellt. Und warum schaue ich darauf zurück? Weil ich euch einen Auszug der Präambel vorlesen möchte. Und die Präambel eines internationalen Abkommens ist eigentlich die politische Grundlage, warum es zu diesem Abkommen gekommen ist. Und diese Präambel lautet wie folgt: Die Vertragsstaaten dieses Statuts 1998, im Bewusstsein, dass alle Völker durch gemeinsame Bande verbunden sind und ihre Kulturen ein gemeinsames Erbe bilden, und besorgt darüber, dass dieses zerbrechliche Mosaik zerstört werden kann, eingedenk dessen, dass Millionen von Kindern, Frauen und Männern Opfer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind, die das Gewissen der Menschheit zutiefst erschüttern. In der Erkenntnis, dass solche schweren Verbrechen den Frieden, die Sicherheit und das Wohl der Welt bedrohen, bekräftigend, dass die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, nicht unbestraft bleiben dürfen und dass ihre wirksame
Verfolgung durch verstärkte internationale Zusammenarbeit gewährleistet werden muss, entschlossen der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen, in Bekräftigung des Grundsatzes, dass alle Staaten jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete, unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt zu unterlassen haben, nachdrücklich darauf hinweisend, dass dieses Statut nicht so auszulegen ist, als ermächtige es einen Vertragsstaat in einen bewaffneten Konflikt oder in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzugreifen, im festen Willen, um der heutigen und der künftigen Generationen willen, einen mit dem System der Vereinigten Nationen in Beziehung stehenden, unabhängigen, ständigen Strafgerichtshof zu errichten, der Gerichtsbarkeit über die schwersten Verbrechen hat, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, entschlossen, die Achtung und die Durchsetzung der internationalen Rechtspflege dauerhaft zu gewährleisten, sind die Staaten wie folgt übereinkommen. Und das ist die Präambel und dazu, und dann folgen das Regelwerk, bestehend aus 128 Artikeln oder Paragraphen, die dem ersten dauerhaften internationalen Strafgerichtshof zugrunde liegen. Ich muss sagen, ich habe ganz bewusst diesen Beitrag, also einen Auszug aus der Präambel zum Römischen Statut, gelesen, denn damit möchte ich das geopolitische Klima, das vor nun etwa mehr als zwei Jahrzehnten herrschte, den heute über 40-Jährigen, und ich glaube, es sind einige von uns, das soll jetzt kein Vorwurf sein, das war eine Feststellung, das geopolitische Klima, das vor nunmehr mehr als zwei Jahrzehnten herrschte, den heute über 40-Jährigen in Erinnerung rufen und es denen eröffnen, die es noch nicht sind. Ein Klima, das es der damaligen internationalen Staatengemeinschaft, die eine ganz andere ist als die heutige internationale Staatengemeinschaft, ermöglicht hat, den nicht selbstverständlichen Konsens zu einer außerordentlichen, ja fast schon revolutionären Idee zu finden, und zwar der Schaffung eines internationalen, übernationalen, ständigen Gerichtshofs, der, wie es die Präambel sagt, über die schwersten Verbrechen, welche die internationale Gemeinschaft als Ganzes berühren, zu urteilen. In diesem Zusammenhang ist es sicher von Interesse zu wissen, dass das Römische Statut auch von den Vereinigten Staaten von Amerika am 31.12.2000, auch von Russland am 13. September 2000, auch von Ukraine am 20. Januar 2000, sowie von Israel, von dem Iran, Vereinigten Arabischen Emiraten, unterzeichnet worden ist. Diese Staaten haben zwar das Statut in der Folge nicht ratifiziert, aber ich glaube, dass sie durch die Unterzeichnung sich zu den Werten, die in der Präambel ausgedrückt sind, bekannt haben. Zumindest damals. Von diesem angesprochenen Klima, internationalen Klima, das damals sehr stark vom politischen Umbruch ausgehend und symbolisiert von Van der Mauer, entscheidend beeinflusst war. Von diesem Klima ist leider nicht mehr viel übrig geblieben. Damals war die Staatengemeinschaft noch vom Internationalismus, vom Multilateralismus, vom Multikulturalismus, von Liberalismus und von Solidarität geprägt. Heute überwiegen Abschottung, Souveränismus
Nationalismus, Autoritarismus. Ich habe gestern die Nachrichten gesehen und habe mich gewundert, dass es überhaupt eine Partei gibt, die heißt Bürger in Wut. Wut, worüber möchte ich wirklich wissen. Ich meine, Wut müssen andere haben auf dieser Welt, aber nicht die Bürger in Bremen. Aber nicht nur, es ist auch ein vermehrt und längst überholt geglaubter Expansionismus ist heute vorhanden, von dem wir glaubten, dass es nur den Historikern, die Historiker betrifft. Und ich meine jetzt nicht nur Ukraine-Krieg, Taiwan, es gibt dann noch die Neokolonialismus in Afrika und so weiter. Vor diesem sich so schnell veränderten geopolitischen Hintergrund muss man sich die Frage stellen, welches heute, eben zweieinhalb Jahrzehnte später, die Mission des Gerichtshofes ist, eben nicht nur wegen des Angriffskrieges, sondern insgesamt. Ich meine, es hat sich die geopolitische Klima verändert, verändert sich auch die Mission des Gerichtshofes. Und ich glaube, dass es außer Zweifel ist, dass diese Mission des Gerichtes, wie sie aus der Präambel hervorgeht, unverändert ist. Und zwar nicht nur deshalb, weil das Statut seither unverändert ist. Man hat sich an der Präambel und am Statut hat sich seither nichts geändert. Und dieses Statut mittlerweile von 123 Staaten aus 193 souveränen Staaten ratifiziert worden ist. Aber es steht andererseits völlig außer Zweifel, dass der Gerichtshof, der zwar als Institution ausdrücklich unabhängig von der internationalen Staatengemeinschaft, also vom Gesetzgeber, ist die Verschärfung der Konflikte und die Gefahr, instrumentalisiert zu werden, wahrnimmt. Es ist nicht so, dass wir in einer Bubble leben. Ich meine, wenn ich das sage, dann denke ich noch an meine 11 Jahre am Gerichtshof zurück. Man braucht ja nur zu bedenken, dass seine Aufgabe darin besteht, diese Konflikte, die auf der Welt herrschen, strafrechtlich, juristisch aufzuweiten und dass diese Arbeit von Menschen aus 123 Ländern und 5 Kontinenten bewältigt werden muss. Da versteht man, wie es intern am Gericht auch oft zu Konflikten kommen kann. Trotzdem gilt es, diese Gefahr mit allen Mitteln zu begegnen, nicht nur um an Glaubwürdigkeit und an Autorität zu verlieren, sondern um die Rolle eines wichtigen Players auf dem internationalen Parkett, die internationale Staatengemeinschaft dem Gericht im Jahre 1998 anvertraut hat, wahrnehmen zu können. Bis vor kurzem, hat sich die Arbeit des Gerichtes eher abseits des westlichen, unseres Wahrnehmungsfeldes, also hauptsächlich in Afrika, abgespielt. Aber spätestens seit dem 24. Februar 2022 ist der Internationale Strafgerichtshof auch auf unseren Breitengraden etwas mehr als nur der Name einer Institution. Sogar Staaten, die ihn bisher nicht anerkennen, bis heute noch nicht anerkennen und anerkannt haben, so wie zum Beispiel die Ukraine, oder sogar angefeindet haben wie die USA unter Trump, haben mehrfach das Gericht aufgefordert, zu handeln in Bezug auf die Ukraine. Ähm,
Aber was, worin besteht die Arbeit des Gerichtes? Wie kommt es dazu, dass das Gericht diese Ermittlungen in der Ukraine durchführt? Zumal die Ukraine, weder die Ukraine noch Russland das Statut ratifiziert haben. Nachdem viele davon sprechen, aber weniger davon wissen, möchte ich Ihnen ein bisschen erzählen, wie es überhaupt zu diesen Ermittlungen kommt, auch ein bisschen um das Gericht, die Arbeit des Gerichtes zu erklären. Also das Gericht, das Internationale Strafgerichtshof, kann durch drei Mechanismen, die im Statut geschrieben sind, aktiviert werden. Einer dieser Mechanismen ist der Antrag eines Vertragsstaates, also der Antrag eines der 123 Staaten, die das Statut ratifiziert haben, die einen Antrag an das Gericht stellen, um Ermittlungen auf dem Staatsgebiet eines Vertragsstaates auszuüben. Vertragsstaat. Die zweite ist eine Resolution des Sicherheitsrates, des politisch, sagen wir, wichtigsten Gremiums, auch wenn es zurzeit nicht sehr arbeitsfähig ist, zumal Russland natürlich das Vetorecht, laut das Vetorecht gebraucht, zurzeit sind sie sogar Vorsitzende des Sicherheitsrates. Also die Resolution des Sicherheitsrates der Vereinigten Nationen kann das Gericht auffordern, Ermittlungen aufzunehmen auf dem Staatsgebiet eines Nichtstaates, Nicht-Mitgliedstaates, sofern man davon handelt, dass auf diesem Staatsgebiet Völkerrechtsverbrechen begangen werden. Die dritte Möglichkeit ist, dass die Anklagebehörde, der Ankläger, von Amts wegen in einem Staat, in einer Situation, wie wir das nennen, ermittelt, um zu ermitteln, ob effektiv in diesem Staat Völkerrechtsverbrechen begangen werden. In diesem Fall muss der Ankläger aber die Genehmigung seitens des Gerichtes haben. Also drei Möglichkeiten gibt es, für den Gerichtshof aktiv zu werden. Von diesen drei Aktivierungsmechanismen hat der derzeitige Ankläger, Chefankläger am Internationalen Strafgerichtshof, Karim Khan, die erste benutzt. Also es waren damals 29 Staaten, die gleich im März noch einen Antrag gestellt haben, er solle in der Ukraine unterrichten, so ein paar Tage nach Einmarsch der Truppen in der Ukraine. Heute sind es in der Zwischenzeit über 40 Staaten, die diesen Antrag gestellt haben. Aber dieser Antrag alleine, wenn auch von vielen Vertragsstaaten, hätte nicht zur Legitimierung von Ermittlungen gereicht, zumal diese auf dem Staatsgebiet, die Ermittlungen auf dem Staatsgebiet der Ukraine hätten durchgeführt werden müssen oder durchgeführt werden und die Ukraine ja nicht ein Vertragsstaat ist. Dieser Mangel, den nennen wir Mangel an örtlicher Zuständigkeit, er hat zwar die Zuständigkeit zu ermitteln, aber nicht auf dem Staatsgebiet der Ukraine, weil die Ukraine kein Vertragsstaat ist. Diesen Mangel an örtlicher Zuständigkeit hat eine, meiner Meinung nach, sehr großzügige und in Perspektive auch sehr gefährliche Interpretation des römischen Statutes seitens des Anklägers
wettgemacht. Es gibt eben im, es gibt nämlich im Statut eine Norm, die besagt, dass auch ein Nicht-Vertragsstaat, Ukraine, der Gerichtsbarkeit des Gerichtes unterliegt, sofern dieser Staat eine einschlägige Erklärung am Gericht abgibt, dass er, der Staat, die Gerichtsbarkeit des Gerichtes anerkennt, obwohl dieser Staat das Statut nicht ratifiziert hat. Und die Ukraine hat diesbezüglich schon zwei Erklärungen an der Kanzlei des Gerichtes abgelegt. Und beide Erklärungen stammen vom ukrainischen Parlament. Aber wo ist das Problem, das ich sehe, das aber politisch von der Anklagebehörde nicht gesehen wird, und ich glaube auch richtigerweise, aber ich meine, das Problem existiert dennoch. Die erste dieser Erklärungen ist vom 9. April 2014 und hatte zum Gegenstand, und ich zitiere, die Täter und deren Komplizen der Verbrechen, die zwischen dem 21. November 2013 und dem 22. Februar 2014 auf dem Territorium der Ukraine begangen worden sind. Also eine örtliche und zeitliche Beschränkung. Aber es gibt eine zweite Erklärung. Und auf diese zweite Erklärung beruft sich Karimka. Denn diese zweite Erklärung betraf, die wurde dann im September 2015 abgegeben, nach der Annexion der Krim, und ich zitiere wieder, hohe Offiziere der Russischen Föderation und die Anführer zweier terroristischer Organisationen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und der Kriegsverbrechen, die ab dem 20. Februar 2014 auf dem Staatsgebiet der Ukraine begangen worden sind. Diese zweite Erklärung ist aber zeitlich unbegrenzt. Und auf diese zeitliche Unbegrenztheit beruft sich der Ankläger. In diesem Zusammenhang drängen sich aber für mich einige Fragen auf, und zwar folgende: Warum hat die Ukraine in diesen 7 Jahren von 2014 bzw. 2015 bis 2022 das römische Statut nicht ratifiziert? Die zweite Frage ist, wie lange hält eine solche Erklärung oder ist eine solche Erklärung gültig? Müsste diese Erklärung nicht eine zeitliche Begrenzung haben? Und wenn sie diese zeitliche Begrenzung nicht von der Ukraine kommt, dann müsste das Gericht irgendwo sagen, irgendwo, irgendwann ist diese Begrenzung fällig. Gilt diese Erklärung auch, und das ist hier der Fall, wenn sie von einer anderen Regierung, also nicht Zelensky, abgegeben worden ist, in Wahlen, vor der Wahl von Zelensky? Eine weitere Frage. Warum hat die Ukraine nicht eine Erklärung abgegeben, auch in Bezug auf den Einmarsch der Russen im Februar, zumal sie ja auch nach Den Haag, zumal jemand aus der Regierung nach Den Haag gekommen war, um am internationalen Gerichtshof, der nicht Strafgerichtshof, sondern der internationale Gerichtshof, also die UN, das UN-Gerät und das UN-Gericht, dort hat er eine Erklärung hinterlegt und eine Entscheidung gefordert, ob die Aggression eine Aggression sei oder nicht. Warum hat er damals nicht diese Person auch
ein paar Kilometer weiter zum internationalen Strafgerichtshof geschickt. An diese und viele weitere Fragen werden mit Sicherheit, sofern es je dazu kommen wird, und dazu kommen wir auch noch zum Thema, Eingang in ein Gerichtsverfahren haben und äußerst kontrovers debattiert werden, und zwar noch lange bevor es zu einer eventuellen Beweisaufnahme kommt. Das wird ein großes Thema werden, sofern es irgendwann zu einem Verfahren am internationalen Strafgerichtshof gegen, auch nicht nur gegen Putin, sondern gegen irgendjemand von der Russischen Föderation kommen wird. Aber ungeachtet dessen sind diese Verfahren, auch sind die Ermittlungen im vollen Gang. Aber worin bestehen diese Ermittlungen? Welche Verbrechen werden ermittelt? Wir haben gelernt, dass der internationale Strafgerichtshof Zuständigkeit über diejenigen Verbrechen, um es mit der Präambel auszurücken, welche die internationale Staatengemeinschaft als Ganzes berühren. Sie werden auch internationale Verbrechen oder Völkerrechtsverbrechen genannt. Aber was sind Völkerrechtsverbrechen? Worin bestehen Völkerrechtsverbrechen? Oder wie unterscheiden sie sich von Verbrechen, die nicht Völkerrechtsverbrechen sind? Und welche dieser Verbrechen werden mutmaßlich höchstwahrscheinlich in der Ukraine begangen? Und die Antwort auf diese Frage ist wesentlich komplexer, als es den Anschein hat, wenn man die Medien verfolgt. Diese beziehen ihre Informationen meist auf unabhängige Berichte, die von unabhängigen Organisationen erstellt werden, wobei das Problem im Allgemeinen unabhängig liegt. Sie sprechen oft ganz wahllos von Kriegsverbrechen, von Verbrechen gegen Menschlichkeit, jetzt sogar von Völkermord, die vom russischen Militär in der Ukraine begangen werden, ohne über ein klares und differenziertes Grundwissen zu verfügen, ohne zu wissen, was ist ein Kriegsverbrechen, ein Völkermord, ein Verbrechen gegen Menschlichkeit. Also, den meisten Medien fehlt das ABC des internationalen Strafrechts. Es gilt also, ganz kurz und hoffentlich verständlich für Sie, zu erklären, was Völkerrechtsverbrechen sind, worin sich diese Verbrechen von Nicht-Völkerrechtsverbrechen unterscheiden. Warum gibt es Verbrechen, die man hier im Gericht in Hildesheim beurteilt und behandelt und andere, die eben ans Gericht nach Den Haag kommen? Also eine jahrzehntelange sowohl theoretische, aber auch praktische Rechtsentwicklung, die sich seit Nürnberg, Tokio, ICTY, Ex-Jugoslawien und so weiter gezogen hat, hat sich die diplomatische UN-Konferenz im Juni und im Juli in Rom, die in Rom eben getagt hat, um ein Regelwerk für ein permanentes überstaatliches Strafgericht auszuarbeiten, zunutze gemacht. Es gibt also vier, nicht fünf und nicht drei, sondern vier sogenannte Völkerrechtsverbrechen. Also, ich mache jetzt einen Schritt zurück. Jedes Verbrechen besteht aus zwei Elementen, wie wir Strafrechtler sagen. Ein objektives Element und ein subjektives Element. Das objektive Element ist die Tat,
Also bei einem Mord muss es einen Toten geben, sonst ist es kein Mord. Und einen Täter. Und die Tat und der Täter muss die Tat gewollt haben. Das sind die zwei, das Objektive und das Subjektive. Der Wille zur Tat und die Tat. Beim Völkerrechtsverbrechen, das Völkerrechtsverbrechen unterscheidet sich dadurch, dass es ein drittes Element in sich hat, dass es existieren muss, damit es eben ein Völkerrechtsverbrechen ist. Und was ist dieses dritte Element? Wir nennen es the contextual element, den Kontext. Ein ganz einfaches Beispiel, um das zu erklären, ist das Kriegsverbrechen. Es gibt kein Kriegsverbrechen ohne Krieg. Das heißt, nur das Verbrechen, das im Kontext eines Krieges geschieht und natürlich im Zusammenhang mit dem Krieg steht, weil wenn die Ehefrau den Ehemann umbringt oder umgekehrt, aus internen Gründen, auch wenn es in der Ukraine passiert, dann ist es immer noch kein Kriegsverbrechen. Aber natürlich, also es muss im Kontext zum Krieg sein. Das heißt, es muss, das Verbrechen muss International Humanitarian Law, das heißt, die Regeln des Krieges verletzen. Und was sind die Regeln des Krieges? Die Regeln des Krieges sind, und das wird auch jeder von euch in den Ohren haben, die Genfer Konventionen. Die Genfer Konventionen stellen die Regeln auf, die im Krieg zu beachten sind. Es klingt so blöd, Humanitarian Law zu sagen für einen Krieg, aber es ist so. Also, Kontext, Contextual Element, Kriegsverbrechen ist der Krieg und die Verletzung im Kriegsgeschehen der Kriegsregeln. Jetzt gehe ich nicht darauf ein, was Kriegsregeln sind, aber natürlich, man unterscheidet zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern, Gefangenen und Nichtgefangenen und zivile Ziele und militärische Ziele. Im Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist das kontextuelle Element ein mehrschichtiges und besteht aus, erstens, es muss ein Angriff gegen die zivile Bevölkerung da sein. Dieser Angriff muss charakterisiert sein von Mehrschichtigkeit, das heißt widespread und, oder systematisch. Widespread or systematic, sagt das Gesetz. Ausgedehnt oder systematisch. Und es muss eine Policy, also im weitesten Sinne eine Politik dahinter gesehen werden oder verstanden werden. Oder es kann nicht einfach etwas Wahlloses sein. Und in diesem Zusammenhang mache ich immer das Beispiel von Norwegen Breivik. Ihr könnt euch sicher erinnern, vor einigen Jahren, Breivik, Norwegen, Insel Utøya, Breivik erschießt ein bisschen weniger wie 19 oder sowas Kinder oder Jugendliche. Und dann die Frage ist immer die, ist das ein Verbrechen gegen Menschlichkeit oder nicht? Und wir alle würden emotional sagen, es ist ein Verbrechen gegen Menschlichkeit, weil jemand 100 Kinder umzubringen oder Jugendliche umzubringen, ist ein Verbrechen gegen Menschlichkeit. Aber juristisch gesehen ist es keines. Es ist zwar ein Attack against the civilian population, aber es ist weder widespread, es ist nicht systematisch und ein Verrückter ist ein Verrückter, der hat keine Policy, jetzt abgesehen von anderen Charakteristiken, die fehlen. Beim Völkermord besteht das kontextuelle Element im erweiterten, zielgerichteten Vorsatz des Täters, eine Bevölkerungsgruppe aus nationalen, ethnischen, religiösen oder rassistischen Gründen
auslöschen zu wollen. Aufgrund dessen, was ich bisher versucht habe, hoffentlich verständlich zu sagen, kann ich, glaube ich, heute mit Sicherheit sagen, dass auf dem Staatsgebiet der Ukraine Kriegsverbrechen begangen worden sind und begangen werden. Und dies nicht erst seit 24. Februar 2022. Schon Professor Weber hat gesagt, der Krieg beginnt nicht am 24. Februar 2022, sondern der Krieg beginnt 2014, mal dann und dann der Krieg. Und ich glaube, das muss ich auch dazu sagen, dass die Ukraine auch sehr dazu beigetragen hat, dass es zu dem Krieg kommt. Das ist nicht so. Obwohl ich glaube, dass, um das jetzt klarzustellen, ich glaube, dass Putin ein blutrünstiger Psychopath ist. Okay, das ist ganz klar. Aber Unschuld, Dilemma sind nicht auf der anderen Seite. Ich glaube, genauso kann ich heute davon ausgehen, dass viele dieser Verbrechen juristisch gesehen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit eingestuft werden können. Aber im Gegensatz zu dem, was unter anderem US-Präsident Biden, Zelensky selbst, ich weiß nicht, ob aus juristischem Unwissen oder aus Gründen der Propaganda, oder aufgrund schlechter Beratung behauptet haben, kann man zum heutigen Zeitpunkt nicht sagen oder ausschließen, dass es ein Völkermord seitens Russland beabsichtigt ist oder im Gange ist. Eine separate Beurteilung verdient das Verbrechen der Aggression. Das ist das vierte Völkermord. Es steht außer Zweifel, dass der Einmarsch des russischen Militärs am 24. Februar 2022 in das Staatsgebiet der Ukraine eine Aggression im Sinne des Artikels 8 bis des römischen Statutes darstellt. Die Frage, ob dieses Verbrechen seitens des Gerichtshofes ermittelt und verfolgt werden kann, ist somit nicht eine materiell strafrechtliche, das Verbrechen besteht, sondern ist eine eminent prozessrechtliche Frage, warum, obwohl es besteht, kann nicht ermittelt werden. Und die Geschichte ist eine ganz interessante, typisch politische Geschichte, muss ich auch dazu sagen. Denn nachdem die sogenannte internationale Staatengemeinschaft im Jahre 2012 in Kampala, Uganda, bei der Revisionskonferenz zum Statut, es gab eine Konferenz, in der die internationale Staatengemeinschaft in Uganda, in Kampala, zusammengekommen ist, um über eine Revision des Statutes zu diskutieren. Und in diesem Zusammenhang hat man endlich die Definition für das Verbrechen Aggression gefunden, den Konsens zur Definition des Verbrechens gefunden. Aber im selben Moment, wo die internationale Staatengemeinschaft diesen Konsens gefunden hat und somit den Artikel 8 bis in das Statut eingefügt hat, wurde auch auf einem anderen Tisch, den man nicht so sehr der Bevölkerung preisgegeben hat, der Artikel 15 bis ins Statut aufgenommen, der das Verbrechen der Aggression völlig prozessrechtlich aushöhlt. Diese Norm, der Artikel 15 bis, besagt nämlich, bezogen auf das, was im unteren Kontext von Interesse ist, dass bezüglich, und ich zitiere, eines Staates, der nicht Vertragspartei dieses Statuts ist, also weder Russland noch die Ukraine, übt der Gerichtshof seine
Gerichtsbarkeit über das Verfahren der Aggression nicht aus, wenn das Verbrechen, also die Aggression, von Staatsangehörigen des betreffenden Staates oder auf dessen Hoheitsgebiet stattgefunden hat. Also, wir haben das Verbrechen, aber wir können nicht eingreifen. Im Klartext heißt das nichts anderes, als dass kein Verantwortlicher eines Nicht-Vertragsstaates jemals des Verbrechens der Aggression bezichtigt werden kann. Um zu dieser nüchternen Erkenntnis zu gelangen, braucht man den Gedankengang, verbunden mit etwas politischem Realismus, nur einen Schritt weiterzuführen. Eine Aggression im völkerrechtlichen Sinn kann nämlich nur von politischen oder militärischen Großmächten ausgehen, von Staaten also, die das Statut nicht nur nicht ratifiziert haben, sondern dies mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch nicht tun werden, so wie die USA, Russland, China, Indien und so weiter. Und somit kann man behaupten, oder zumindest behaupte ich, dass das Verbrechen der Aggression von der internationalen Staatengemeinschaft mit heuchlerischem Enthusiasmus verabschiedet und der Welt präsentiert worden ist als großen Erfolg, wohlwissend, dass die Norm völlig wirkungslos ist und nur eine Augenauswischerei darstellt. Also, Kriegsverbrechen, ja. Verbrechen gegen Menschlichkeit, ja. Aber was ist mit diesen Ermittlungen? Welche Art von Ermittlungen können durchgeführt werden? Es gibt viele Gründe, weswegen die Ermittlungen des Gerichtshofes im Allgemeinen, ganz im Allgemeinen, von besonderer Komplexität sind, von besonderer Schwierigkeit sind. Man bedenke nur, dass die Ermittlungen meist noch während der Krise, während des ein bewaffneter Konflikt im Gange ist, getätigt werden. Dass sie immer von den Anfeindungen seitens mindestens einer der Konfliktparteien charakterisiert ist und begleitet ist. Dass es in diesem Klima nicht nur eine riesengroße Herausforderung darstellt, Beweise zu finden, sondern diese auch so zu sichern, dass sie in einem zukünftigen Strafverfahren verwendbar sind. Dies alles noch vor dem Hintergrund, dass in diesen Konfliktgebieten, und ich spreche jetzt überhaupt von den Konfliktgebieten, die Menschenleben keinen Wert haben und es somit schwierig ist, glaubhafte und mutige Menschen zu finden, die gewillt sind, auch belastbare Aussagen zu machen. Ich kann mich nur erinnern, weil Professor Gehler das angesprochen hat, in einem Verfahren gegen den damaligen Finanzminister von Kenia, da gab es vier Zeugen, die Aussagen gemacht haben, die uns dazu gebracht haben, die Anklage gegen den damaligen Finanzminister und der wird dann auch noch Präsident, Uhuru Kenyatta, zu bestätigen. Dann kam es zum Hauptverfahren und diese Zeugen waren verschwunden. Ganz einfach. Wenn wir nun diese ganz allgemeinen Ermittlungsschwierigkeiten in das ukrainische Kriegsszenario übertragen, so erfahren diese Schwierigkeiten eine größere Potenzierung. Dabei besteht die größte Schwierigkeit eindeutig in der Sammlung und der Sicherung von Beweisen. Und dabei meine ich glaubhafte Beweise, nicht die Beweise, die Amnesty International oder Human Rights Watch zusammen sammelt. Also Beweise aus sicheren Quellen, aus verlässlichen Quellen.
Denn es besteht ja auch ein Riesenproblem des Propagandakrieges. Wir haben ja einen Propagandakrieg. Und die Ermittlungen des ICC finden ja auf ukrainischem Territorium, also auf Kriegsgebiet statt, mit Unterstützung der Partei, die eigentlich eine Kriegspartei ist. Und das sind Probleme, die riesengroß sind. In dem Sinn, dass ich irgendwann muss ich einen belastbaren Beweis vorlegen können, sollte es zu einem Verfahren kommen. Und ich muss mich an die ukrainischen Behörden anlehnen. Aber diese haben ja ein Interesse, die Ermittlungen in bestimmte Richtungen zu steuern, was wiederum mit der institutionellen Aufgabe des ICC, unabhängig und unparteiisch zu ermitteln, nicht vereinbar ist. Es gilt daher nicht nur unter schwierigen Bedingungen Beweise zu sammeln, sondern es gilt noch viel mehr, diese auch genauestens auf deren Authentizität zu prüfen, bevor sie prozesstechnisch gesichert werden können, damit sie auch einen zukünftigen Gerichtsverfahren standhalten können. Und um genau diese Risiken zu minimieren, ist es richtig, dass der mit einem weitläufigen Ermittlungsermessen ausgestattete Anklagebehörde des ICC sich auf einige wenige zeitlich und örtlich genau definierte Fakten beschränkt, bei denen offensichtlich Völkerrechtsverbrechen begangen worden sind. Ihr könnt euch sicher erinnern an Butscha. Butscha, das erste, was über das Fernsehen gegangen ist, Massaker in Butscha. Die andere Seite gesagt, das sind ja nur Schauspieler. Das stimmt alles nicht, das sind Schauspieler, das ist alles gestellt. Ja, das ist ein Problem. Und ich kann mich erinnern, ich habe selbst in einem Verfahren gegen den damaligen Präsidenten der Elfenbeinküste einen so ähnlichen Fall gehabt. Da ging es um ein Delikt, das darin bestand, dass ein Militärkonvoi laut Anklage in eine Women's March, eine Protestmarsch von Frauen gefahren sei und links und rechts Tote und Verletzte liegen gelassen hat. Und im Verfahren ist dann genau diese Diskussion ausgebrochen. Das stimmt nicht, das ist alles, das sind Schauspieler, die da liegen. Ist ein Problem. Für jemanden, der zu 30 Jahren und zu lebenslänger Haft verurteilen muss. Diese sollten deshalb, diese Fakten, genau den vollen Umfang, einige wenige Fakten sollen im vollen Umfang ermittelt werden, die Ergebnisse der Pretrial Chamber dann unterbreitet werden, der Voruntersuchungskammer, und so ist es geschehen mit dem Haftbefehl gegen Putin und Frau Belova. Es gilt nämlich der zum einerseits verständlichen, aber auch sehr gefährlichen Erwartungshaltung und Verlockung zu widerstehen, alle und jedes Völkerrechtsverbrechen zu verfolgen und aufklären zu wollen. Denn damit ist das Risiko verbunden, am Ende nichts zu ermitteln, unter Mischen des Gerichts nicht gerecht zu werden. Die Mischung des Gerichts besteht nämlich nicht darin, Geschichte zu schreiben. Wir schreiben keine Geschichte. Die Geschichte schreibt dann Professor Gehler später. Wir müssen die Verantwortlichen zur Verantwortung ziehen. Und ob ich jetzt den Verantwortlichen für eine oder zwei oder drei Daten anstatt für 100 oder 1000 Daten zu,
zur Rechenschaft ziehe, ist im Endeffekt dasselbe. Mehr wie ein Leben hat er nicht, mehr wie 30 Jahre verurteilen kann ich nicht. Und was den mutmaßlichen oder die mutmaßlichen Täter betrifft, so ist es in diesem Fall, zum Unterschied von vielen anderen, die ich selbst behandelt habe, viel einfacher, den oder die Verantwortlichen zu finden im Zusammenhang mit der Ukraine. Die vielen öffentlichen Erklärungen und Stellungnahmen, die der russische Präsident, dessen Außenminister, Verteidigungsminister, Pressesprecher und was alles in den letzten Monaten zum Ukraine-Konflikt abgegeben haben, sind juristisch gesehen ziemlich eindeutig das, was wir außergerichtliche Geständnisse nennen. Deshalb geht es hier nicht so sehr um zu schauen, wer, ob der schuld ist. Ich kann mich erinnern, den Prozess gegen den ich angesprochen habe, gegen den früheren Präsidenten der Elfenbeinküste, war es das Problem, das genau umgekehrte. Hat er seinen Leuten befohlen, diese Verbrechen zu begehen? Hier ist es ziemlich eindeutig. Heute haben wir einen Haftbefehl. Die Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist das nur ein Symbol oder auch nicht? Hindert dieser Haftbefehl potenzielle Friedensgespräche oder nicht? Ist der Erlass eines Haftbefehls seitens ICC eine politische Einflussnahme oder nicht? Das steht alles im Raum. Ich wurde x-mal über diese Themen angesprochen. Ich glaube, dass es weder ein Symbol ist, sondern etwas Effektives ist. Ich glaube, dass es die Friedensgespräche überhaupt nicht hindert, weil es sich gar nicht gibt. Was soll es denn hindern, was es nicht gibt? Und ich glaube auch nicht, dass es eine politische Einflussnahme ist. Es ist einfach die Ausführung einer Arbeit, die 1998 dem Gericht anvertraut worden ist. Und das Symbol ist es schon erst recht keines. Ich glaube, dass dieser Erlass dieses Haftbefehls einen Beitrag zur allgemeinen Schwächung von Putin ist. Das ist meine persönliche Meinung. Er ist politisch delegitimiert durch die zwei, zumindest nicht nur, aber ich mache jetzt einfach, durch die zwei Abstimmungen in der UN-Vollversammlung, die ja in riesengroßer Mehrheit gegen Putin ausgefallen sind. Er ist wirtschaftlich schon geschwächt durch die Sanktionen, die ja nicht von heute auf morgen greifen, aber und jetzt gibt es eine juristische Zertifizierung, eine erste juristische Zertifizierung, dass es sich bei ihm um einen Kriegsverbrecher handelt. Und ich glaube, dass dieses Gestirn, dieses Dreiergestirn, eine Schwächung Putins mit sich bringt. Und zwar nicht so sehr eine Schwächung nach außen, eine außenpolitische, die ist ja sowieso schon nicht gegeben, sondern eine innenpolitische Schwächung. Und was meine ich damit? Ich meine damit, dass ich nicht davon ausgehe, aber ich glaube, niemand sollte davon ausgehen können, dass Putin nur von Freunden umgeben ist. Und dass irgendwo, irgendwann, das kann morgen passieren oder erst in einem Jahr oder auch noch länger, aber irgendwann kommt es zum Showdown. Ich habe noch wenige Autokraten und Despoten gesehen, die durch Herzinfarkt im Bett gestorben sind.
Mit Sicherheit, außenpolitisch, das heißt, mit Sicherheit wird er nicht verhaftet werden vom ICC. Wir haben keine Polizei. Die Aktivität, alle Verordnungen des ICC beruhen und können nur beruhen auf Kooperation. Auf Kooperation der Staaten. Und die Kooperation der Staaten muss gewährleistet sein von den Staaten, die das Statut ratifiziert haben. So steht es im Statut. In dem Moment, wo du es ratifizierst, gehst du auch die Verpflichtung ein, die Verordnungen des Statuts zu befolgen oder zumindest durchzuführen. Was mit Sicherheit passiert, ist, dass er eingeschränkt ist. Er ist eingeschränkt in zwar einem sehr ziemlich großen Land, aber in seinem Land. Weil sollte er ausreisen, außer nach Nordkorea und in den 5, 6 Staaten, dann gibt es immer wieder die Möglichkeit, dass ein Staat zugreift. Und das muss nicht ein Staat sein, der das Statut ratifiziert hat. Der Staat, der das Statut ratifiziert hat, muss ihn verhaften. Wenn es dann nicht tut, dann hat er natürlich Probleme wieder mit dem ICC. Er müsste es verhaften, weil es so im Statut steht. Aber auch ein Staat, der nicht ratifiziert hat, kann aus, das wird in diplomatischen Kreisen so genannt, aus diplomatischer Höflichkeit, kann er ihn verhaften und an den Haag ausliefern. Deshalb ist er sicher sehr eingeschränkt. Dies natürlich vorausgesetzt, dass er überhaupt ins Ausland reist, aber nicht ins Ausland zu reisen, ist auch schon an sich eine Schwächung. Aber diese ablehnende Haltung zur Kooperation, die ist natürlich auch für die Ukrainer ein Problem, weil die Ukrainer ist ja nicht so, dass die Ermittlungen nicht auch gegen irgendwelche Befehlshaber der Ukraine gemacht werden. Das sind ja auch Teil der Ermittlung, obwohl es natürlich nicht so scheint. Das Gerichtsverfahren an sich, das ja begonnen hat durch den Erlass des Haftbefehls, das Gerichtsverfahren vor dem ICC, kann höchstens bis zur Anklageerhebung kommen, also bis das, was wir die Bestätigung der Anklage seitens des Gerichtes, the Confirmation of Charges nennen, kommen. Denn vor dem ICC muss einer der Beschuldigte anwesend sein. Also Bewegungsfreiheit einschränken. Auch hier kann ich noch einen kleinen Schwank aus meiner Zeit erzählen. Ich habe damals selbst den Haftbefehl gegen den damaligen Präsidenten des Sudan, Omar al-Bashir, mit unterzeichnet und habe ihn in der Folge, in den darauffolgenden Jahren, auf Schritt und Tritt verfolgt. Das heißt, ich habe immer wieder, wenn er in ein anderes Land gereist ist, haben wir auch unsere Informationen davon erfahren und dieses Land, sofern es eben ein Mitgliedstaat ist, aufgefordert, den Al-Bashir zu verhaften und sofern es nicht Mitgliedstaat ist, höflich gefragt, sie sollten die diplomatische Höflichkeit walten lassen und ihn uns übergeben. Es ist dann nicht passiert. Er ist auch nicht sehr viel gereist, immer weniger. Aber er hat intern in seinem eigenen Land Konsens verloren, ist geschwächt und er wurde dann gestürzt und verhaftet. Und ein ähnliches Szenario kann ich mir bei Putin auch vorstellen. Danke.
überzogen. Herzlichen Dank, Bruno Tafuser, für diese Ausführungen. Und ich denke, meine Damen und Herren, wer sich heute bei diesem Vortrag der Internationale Strafgerichtshof und der Ukraine-Krieg ganz einfache Antworten erwartet hat, wird enttäuscht gewesen sein. Es ist sehr deutlich geworden, wie diffizil und wie komplex und kompliziert die Materie ist aus der Sicht der Internationalen Strafgerichtsbarkeit. Wir haben zunächst noch mal eine kurze historische Rückblende erfahren, den Kontext Sommer 1998, als aus dieser UN-Konferenz dieses Unternehmen ICC praktisch aus der Taufe gehoben wurde. Und Herr Tafuser hat hingewiesen auf einen spezifischen geopolitischen Kontext, sagen wir es, ein günstiges Klima, das das ermöglicht hat. Man würde dann fast versucht sein zu fragen, ob es diesen ICC im Jahre 2012, denken wir an den Irakkrieg, denken wir an Unilateralismus, oder eben im Jahr 2022, denken wir an den Ukraine-Krieg, überhaupt noch hätte geben können. Wir haben erfahren, wie wichtig diese Präambel ist. Oft sind Präambeln sozusagen nur mehr oder weniger das, was nicht in einem Vertrag zu stehen hat, aber in dem Fall steht da ganz Wichtiges drin, was Herr Tafu sehr ausführlich zitiert hat, nämlich der Straflosigkeit der Täter ein Ende setzen. Und das gilt für die internationale Staatengemeinschaft, Zitat, als Ganzes. Wir haben erfahren, dass das Regelwerk aus 128 Artikeln besteht, das von den über 190 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, über 120, 123 dieses Statut, das römische Statut, ratifiziert haben. Herr Tafuser hat auf die Notwendigkeit der Unabhängigkeit dieses ICC, des Internationalen Strafgerichtshofs, verwiesen, aber gleichzeitig auch erwähnt, dass die Gefahr einer Instrumentalisierung besteht, eine Benutzung zur politischen Vorteilsverschaffung, was es umso notwendiger macht, dass dieser Internationale Strafgerichtshof korrekt, unabhängig, objektiv agiert, um glaubwürdig zu bleiben und auch seine Legitimation zu unterstreichen. Herr Tafuser hat auf drei Aktivierungsmechanismen hingewiesen. Er hat auch hingewiesen auf die zwei interessanten Erklärungen der Ukraine, das heißt konkret der Rada des ukrainischen Parlaments mit der Problematik der zeitlichen Begrenztheit an der zeitlichen Unbegrenztheit. Wie weit geht das? Wie weit hat eine solche Erklärung Gültigkeit? Warum hat die Ukraine das Statut des Internationalen Strafgerichtshofs nicht bisher in Kraft gesetzt, also durch die Rada, durch das Parlament entsprechend ratifizieren lassen? Herr Tafuser ist eingegangen, auch beispielhaft, was sind Völkerrechtsverbrechen? Er hat ganz wichtig darauf hingewiesen, dass jenseits des normalen Strafrechts von objektiven und subjektiven Tat- und Täterelementen ein drittes, wesentliches Element für ein Völkerrechtsverbrechen entscheidend ist, nämlich der Kontext. Contextual Element. Zuletzt ist Herr Tafuser auch auf die Haftbefehlsthematik eingegangen. Dieser Haftbefehl, der erlassen ist und der letztlich offensichtlich aus Sicht Tafusers und seiner langjährigen Erfahrung und ständigen Kontakt mit seinen Ex-Kollegen und noch aktiven Leuten am Strafgerichtshof offensichtlich mehr als nur eine symbolische Bedeutung. Nämlich jenseits der zwei UNO-Resolutionen, die erwähnt worden sind, die eine politische Bedeutung haben und die Wirtschaftssanktionen, gleichwohl sie bisher am Kriegsverlauf nichts Entscheidendes ändern konnten, aber objektiv die russische Wirtschaft geschwächt haben, schließlich die Frage der internationalen Zertifizierung als Kriegsverbrechen. Und wir haben erfahren, an einem Beispiel, das uns Herr Tafuser auch erläutert hat, dass das die Bewegungsfreiheit, die internationale Bewegungsfreiheit einschränkt. Und dass das an einem Beispiel nachvollziehbar ist, wie weniger gereist worden ist. Und Herr Tafuser ging dann noch in seiner persönlichen Auffassung einen Schritt weiter und sagte, das kann auch der Anfang einer schleichenden, erodierenden innenpolitischen Delegitimierung sein. Eine Perspektive, die sicher wie vieles andere dieses Vortrages auch zur Diskussion einlädt, meine Damen und Herren. Europagespräche heißt Diskussion. Wir haben heute die einmalige Gelegenheit, mit einem Top-Experten aus dieser Materie zu sprechen.
Wir haben ein Mikrofon im Raum und ich sehe das nächste Mal auf dieser Seite mal die ersten Hände, die sich erhoben haben. Sollen wir mal eine Dreier- oder Viererrunde machen und mal schön sammeln in aller Ruhe und machen mal eine erste Diskussionsrunde und versuchen, die Fragen zu bündeln. Bitte Fragen, möglichst keine Co-Referat. Bitte. Das erlaubt mir, dass ich sitzen bleibe, ich bin schon nicht angeschlagen. Mein Name ist Dicke, bin hier Kommunikationsbeauftragter vom DRK Hildesheim und habe entsprechende Fragen, nicht nur als Privatbürger, sondern als Offizieller. Also Frage 1, die Tatzeugen spielen doch eine große Rolle bei der Beweiserhebung und sicher auch bei der Beweissicherung. Wie organisieren Sie diese Sicherheit dieser gefährdeten Menschen in und um Den Haag? Die zweite Frage. Mehr eine theoretische, dieses Statut muss ja Weltrecht formulieren und wir haben ja bekanntermaßen das angloamerikanische Recht und das kontinentale Recht. Ist das überhaupt kompatibel? Macht das Probleme? Die Amerikaner und Engländer unterscheiden ja eben nur Unrecht und Schuld, während wir Tatbestandsmäßigkeit, Rechtswidrigkeit und Schuld unterscheiden. Macht das praktische Probleme oder ist das nur eine Theorieaspekt, der für Professor der Jurisprudenz interessant ist. Danke. Vielen Dank, Herr Dicke, für zwei Fragen. Ich gehe weiter und es kommt das Mikro gleich in die erste Reihe. Bleiben wir doch gleich hier zu Lukas Herrmann. Komm zu mir. Ladies first, Deborah Kuchia. Komm. Ja. Die Menschen, unsere Kollegin, also gar nicht zu Wort. Die erste Frage. Nehmen wir an, dass ein Staatsoberhaupt oder ein Premierminister ein internationales Verbrechen begangen hat, aber dieser behauptet, er habe in seiner ämtlichen Funktion gehandelt, verfügt er eventuell über eine Immunität, Ratione Materie, eine funktionelle Immunität, und wenn nein, oder eventuell eine andere Art von Immunität, solange er Staatspräsident ist? Danke. Das wäre die erste Frage. Die zweite. Was ist mit Folter? Folter? Ist ein internationales Verbrechen oder nur im Kontext von Kriegsverbrechen oder von Verbrechen gegen die Menschheit? Jetzt nehmen wir noch den Lukas Herrmann dazu und dann haben wir gleich schon sechs Fragen. Kommt, wir haben zwei, also komm. Einmal vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag. Und das Thema Folter passt sich Das Thema Folter passt auch einigermaßen hier dazu. Wenn wir es kurz einen Blick von Osteuropa und Russland gerade mal auf den Iran richten, wenn die dort anhaltenden revolutionären Proteste Erfolg hatten und eine künftige Regierung mit ICC anerkennen würde und auch Vertragsstaat werden würde, wäre es möglich, dass der ICC dann auch gegen Ayatollah Ali Khamenei und seine Komplizen ermittelt? Dazu muss ich kurz ein paar weniger Sätze sagen. Einmal, sie haben nämlich die Voraussetzungen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit widespread und systematic angesprochen. In den 80er Jahren wurde In den 80er Jahren wurden im Iran staatlich organisiert Zehntausende Gefangene ermordet. Einer der Hauptverantwortlichen war der aktuelle Staatspräsident Ibrahim Raisi. Im November 2019 wurden mehrere tausend Menschen auf offener Straße erschossen. Jetzt gibt es viele Zeugen. Aber tatsächlich, es gibt auch schon aufgenommen Zeugen Aussagen dazu. Ermittlungen würden in einem freien Iran wahrscheinlich einfacher werden. Und die letzte Anmerkung dazu, da Sie das Kriterium angesprochen haben, dass die Staatengemeinschaft als Ganzes in manchen Fällen betroffen sein muss. Könnten Entführungen und Ermordungen ausländischer Staatsbürger durch die Islamische Republik eine Rolle spielen? Kürzlich, erst vor ungefähr einer Woche, wurde beispielsweise ein schwedischer Staatsbürger, der aus der Türkei entführt wurde, im Iran hingerichtet. Vielen Dank, ich glaube, das ist eine Menge Stoff, es sind im Grunde drei Fragesteller und sechs Fragen. Also, bitte. Also, Tatzeugen und Sicherheit. Ja. Herr Dicke. Okay. Es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die gesetzlich, um das in the Rules of Procedure and Evidence und in the Regulation of the Court, aber auch im Statut vorsehen, welche Art von Maßnahmen zur Sicherung, zur Sicherheit der Zeugen oder der Victims, welche Maßnahmen man ergreifen kann, meist Zeugen. Es
es geht von Reduction, dass man einfach Omissis reinschreibt und die alle Bezüge zur Identität, die zur Identität des Zeugen führen können, einfach schwärzt. Das geht in der Verhandlung, indem dass man einfach den Vorhang zumacht, Closed Sessions heißt das, indem dass man die Akten, entweder Secret oder einstuft, als es gibt mehrere Stufen, Confidential, Secret, Public. Aber es geht auch so weit, dass wir, aber das sind dann finanzielle Fragen, dass wir ganze Familien einfach aussiedeln. Gibt es auch. Das wird natürlich, da braucht es natürlich einen Staat, der auch einverstanden ist, dass das passiert und der dann die Leute unterbringt. Das ist alles sehr, sehr, sehr kompliziert. Und man weiß, wie effektiv. In diesem Fall, den ich hatte mit Bambo, da war einer im Publikum, der war dazu da, herauszubringen, wer wie der Zeuge heißt, der ja nicht sichtbar ist für die Leute dort. Es gibt ja Voice Distortion, Face Distortion, was weiß ich. Es gibt mehrere Möglichkeiten, die man je nach Androhung von Gefahrandrohung dann versucht, so gut wie möglich zu. Aber andererseits muss man ja auch sagen, der Beschuldigte muss ja auch das Recht haben, sich verteidigen zu können. Das heißt, diese Balance zu finden, ist nicht einfach. Rechtskompatibilität verschiedener Rechtssysteme. Ja, es kommt. Common Law Civil Law. Ob das praktische Probleme? Eine Menge. Praktische Probleme in Hülle und Fülle. Hauptsächlich praktische Probleme. Es gibt. Ich habe sogar irgendwann mal einen Vortrag gemacht über die Kompatibilität von Common Law und Civil Law im Statut. Und es gibt natürlich Normen, auch jetzt abgesehen von den persönlichen Empfindlichkeiten der Richter, weil jeder glaubt, dass sein System das Beste sei. Aber abgesehen davon gibt es im Statut Normen, die kontradiktorisch sind. Irgendwo oder es gibt Situationen, die einfach nicht diszipliniert wurden durch eine Norm, weil man gesagt hat, das ist zu kompliziert, das überlassen wir dann den Richtern durch ihre Entscheidung. Aber Probleme gibt es erhebliche. Ich kann nur dazu sagen, ich könnte ja Beispiele machen, die haarsträubend sind, aber ich möchte nur dazu Folgendes sagen, dass ich habe 3 Jahre lang habe ich dieses Verfahren geleitet. Neben mir saß ein Common Lawyer, ich bin ein Civil Lawyer. Und die Spannung, das waren meine schlimmsten 3 Jahre, weil die Spannung, die zwischen uns geherrscht haben, ich habe, was weiß ich, irgendwas entschieden, on the spot, wie man so sagt, nicht, weil auf eine Objection oder was weiß ich. Und dann kommt schon die Mail, ja, warum hast du das so gemacht und nicht so gemacht? Oder zum Beispiel, da hat ein Pathologe, ein Gerichtsmediziner, der saß dort und dann fing ein Common Lawyer an, ihn zu befragen. Und er fing mit diesem Satz an. Was machen Sie vom Beruf? Ja, ich bin Gerichtsmediziner. Können Sie dem Richter sagen, warum ein Gerichtsmediziner wichtig ist in einem Gerichtsverfahren, Strafverfahren? Dann habe ich gesagt, ja okay, wenn Sie das wissen wollen, dann okay, dann soll sie antworten, aber sie hat ihn und nicht mir und nicht uns. Ne? Und da kommt schon die erste Mail, weil das sind ja jetzt Formalisten. Ne? Kommt die erste Mail? Ja, aber das muss zu Protokoll. Das muss überhaupt nicht zu Protokoll. Wir sind ja keine Laienrichter, sondern wir sind Berufsrichter. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich weiß. Ich meine, das sind so die kleinen. Ja. Oder soll ich noch ein Beispiel machen, weil es mir gerade einfällt? Während der Beweisaufnahme seitens der Prosecution, der Anklagebehörde, möchte einer der Beschuldigten, der schon seit 2 Jahren stumm dort gesessen hat, möchte eine Erklärung abgeben, spontan.
das hat der Anwalt gesagt. Dann kommt schon eine Mail von der Anklagebehörde, dass sie das opponieren. Das ist ein blöd. Ne? Und opponierst du, wenn dein Angeklagter, den du seit 2 Jahren alles vorhältst, er will was sagen, lass ihn das sagen, oder? Wo ist das Problem? Und ich gehe davon aus, dass meine beiden Kollegen das so ähnlich sehen, dass ich dann rausging und sagte, ja, was ist denn das? So eine blöde Opposition. No, they're right. They're right was. Die haben auch gesagt, er darf das nicht sagen. Er darf keine Erklärung abgeben. Dann habe ich gesagt, ja, why? Ja, weil im Statut steht, dass er eine Erklärung abgeben kann, eine spontane Erklärung in his defense. Was ja eher natürlich ist. Und die Phase ist nicht die Defense-Phase, sondern die Prosecution-Phase. Das sind doch diese. Dann haben wir gesagt, okay, dann schreibt ihr die Entscheidung, das nicht zuzulassen, ich mache ein Dissenting Opinion. Und so ist es dann noch. Und das, so ist es täglich. Das ist ein tägliches. Okay. Immunität. Artikel, ich sage es mal auswendig, 27, glaube ich, vor dem ICC, das steht so im Gesetz, aber das ist auch debattiert, das nicht, ich sage jetzt meine Wahrheit, wenn Sie einen internationalen Rechtler fragen, dann sagt er, das, nein, so geht's, das muss anders interpretiert werden, weil ich meine, Juristerei ist ja das nicht, ist ja keine Mathematik, ne? Jeder behauptet, im Artikel, ich sag mal 27, man sieht, 27 ist dann in der Nähe, da steht geschrieben, dass vor dem ICC, jetzt könnte ich es nicht auswendig sagen, aber vor dem ICC der Status der Person keine Wirksamkeit. Das heißt, und so haben wir im Fall Al-Bashir entschieden, und zwar hat auch Südafrika, ist ja irgendwann mal nach Südafrika gereist. Und dann sage ich zu Südafrika, pass auf, ihr müsst ihn verhaften. Dann sagt Südafrika zu mir, we are in a conflicting obligations. Einerseits wissen wir, dass wir ihn verhaften müssen, andererseits müssen wir die Immunität gewähren. Was sollen wir machen? Dann habe ich eine Entscheidung, ganz kurz, das ist ein riesen Ding geworden, dann habe ich ihm gesagt, ihr müsst ihn verhaften, weil vor dem ICC gilt seine Immunität nicht. Sie haben ihn dann doch nicht verhaftet und die Supreme Court in Pretoria hat dann uns Recht gegeben, aber in der Zwischenzeit war er schon wieder verschwunden. Folter. Ja, Folter. Ich meine, Folter ist eine Art der Auswirkung des Verbrechen der Menschlichkeit. Wenn Sie Artikel 7, glaube ich, lesen, vom Statut, da steht drin, for the sake of the statute, Verbrechen der Menschlichkeit, the attack against the civilian population, widespread and systematic, und dann folgt eine Reihe von A, B, C, D, E, F. Und unter diesen steht auch Torture. Das heißt, aber es muss innerhalb einer Aggression. Es kann nicht ein Polizist, der einen foltert, der im Gefängnis ist, kein Verbrechen der Menschlichkeit. Es muss die Folter im Zuge eines Attacks gegen Civilian Populations sein. Iran, wo ist der Iran-Experte angehört? Okay. Ja. Werden Würde ist natürlich, wenn Werden Würde, hier heißt es bei euch Fahrradkette oder sowas ähnliches. Okay, ja. Klar, wenn der Iran Mitglied des ICC-Statut ratifizieren würde, dann könnte es aber doch nicht gehen, deshalb nicht gehen, weil das ja erst ab der Ratifizierung ginge, also nur für die Zukunft. Deshalb, retrospektiv, keine Rückwirkung? Nein, ich,
Ich meine, wenn ich ein internationales Abkommen ratifiziere, dann gilt das Abkommen für die Zukunft, beziehungsweise kann ich eine Zusatzerklärung abgeben und sagen, okay, ich ratifiziere es, aber es gilt erst ab, wenn es nicht klar sein sollte. Deshalb, natürlich, abstrakt gesehen stimmt alles, aber konkret gibt es da keinen großen Spielraum. Weitere Fragen bitte, jetzt haben wir noch hier eine Menge. Jetzt gehen wir mal in den anderen Teil, aber ich habe sie nicht vergessen, Herr Edders, ich komme auch zum Zug. Ich habe den Flug erst morgen zu. Meine Frage bezieht sich etwas weniger jetzt auf die gerichtlichen Möglichkeiten. Sie haben so im Beileid erwähnt, dass auch die Ukraine einen Beitrag zu der Auseinandersetzung geleistet hat. Meinen Sie damit den Donbass oder was sich in dem Donbass da abgespielt hat? Oder wie soll ich Ihre Ausführung verstehen? Ja. Herr Freiwald, bitte. Links. Hier. Achso. Wir müssen gleich dreimal melden. Na, der Herr mit dem weißen T-Shirt. Ich würde interessieren, warum hat die Ukraine nicht den Vertrag ratifiziert? Würde mich auch interessieren. Das wäre doch sinnvoll gewesen, dann Februar 2022 diesen Vertrag zu ratifizieren. Ins Mikro reden. Man hört nicht. Sie müssen ins Mikrofon sprechen. Also, den Vertrag seit Februar 2022 zu ratifizieren, wäre doch sinnvoll gewesen. Es wäre sinnvoll gewesen, ihn vorher zu ratifizieren auch noch. Es wäre sinnvoll gewesen, zwischen 2015 und 2022 zu ratifizieren. Und da gibt es ja noch eines, was ich ja nicht gesagt habe, da gibt es ja noch ein Problem. Wenn ich ihn nicht ratifiziere, dann unterliege ich auch nicht den Verpflichtungen, die aus der Ratifizierung erwachsen. Ich rede jetzt ökonomisch. Ich meine, jeder Vertragsstaat muss ja seinen Beitrag auch ökonomisch leisten. Und indem wir das nicht ratifiziert haben, machen wir die Arbeit, wir als ICC die Arbeit, aber die Ukraine trägt zu dieser Arbeit finanziell nicht bei, weil sie rein Geld kostet. Ne? Das auch, kommt ja auch noch dazu. Aber die Frage, auf die Frage kann ich nur antworten, ich verstehe es auch nicht. Was könnte der Grund sein? Ja, ich glaube, dass dieser der Grund ist, dass man zwar das den Benefit hat, dass man die Ermittlungen macht, aber ich nicht beitragen muss zum Grund. Das sind ja Millionen. Nicht? In einer Zeit, wo es ja, wir müssen auch die Millionen irgendwo sparen, um den Staat am Leben zu halten. Ja, und um. Ja. Genau. Herr Ende. Nur eine kurze Nachfrage. Sie nannten die drei Möglichkeiten, dass der Strafgerichtshof tätig wird, die dritte, der Chefankläger will Untersuchungen vornehmen. Gilt das jetzt nur für das Gebiet von Mitgliedstaaten oder auch von Nicht-Mitgliedstaaten? Okay, meine Frage. Nur Mitgliedstaaten. Das ist schon bei uns. Ja, kommt schon. Wir sammeln noch ein bisschen. Das haben wir vielleicht hinten. Das war ein Student, der Herrn Graske. Dann gehen wir wieder vor und dann sammeln wir weiter. Keiner kommt zu kurz. Es wird gerne möglich sein, alle Fragen zu stellen. Eine Frage hinsichtlich der bewaffneten Nichtkombattanten in der Ukraine und auch außerhalb der Ukraine, namentlich der Gruppe Wagner. Wie schätzen Sie die Zuständigkeit und die Verfolgung der Gruppe Wagner durch den ICC ein, insbesondere nach Artikel 8 und 28 des ICC-Statuts, oder wäre auch dafür gegebenenfalls ein Sondertribunal zielführender? Jetzt nehmen wir noch bitte zwei Fragen hier vorne mit. Ah, der Herr Wiese. Ja, also. Guten Tag, ich heiße Nina Ceprina. Ich komme aus der Ukraine, ich komme aus der Bucha. Meine Freundin ist gekommen aus Tschernigow. Ja,
zuständig für unsere Doktor Nauk, Professor, хотела бы подтвердить, что кое-кто из, наверное, из присутствующих здесь и вообще в Германии, и во всем мире считают, что это может быть какая-то театрализация в Буче, в Украине, во всем Чернигове. Но я представитель этой страны и представитель этого города, Бучи, а не Чернигова. Мы те первые, кто принял бой на себя. Frau Schuppen hat gehört sagen, sie ist aus Bucha und sie diese erste Frau, mit welcher hat erlebt das und sie sind nach Deutschland gekommen, aus diesem Territorium und sie hat heute gesagt, das war kein Theater und es hat mehrere Leute, welche heute leben in Deutschland und Deutschland hat herzlich willkommen genommen, diese Leute hier und sie sagt, ich kann beweisen, was war an diesem Tag, weil sie sind, ist gekommen nach Bad Kermont und wohnt bei uns in Bad Kermont mit mehreren Leuten auf Bucha. Dankeschön. Я могла бы подтвердить то, что действительно все, что говорилось в Буче, это чистая правда. Я 20 лет, 27 дней была в Зимлеве, вот, и была свидетелем того, что творилось. Я могла бы представить любых гражданских суда, и у меня много видеозаписей, то, что творилось, какие безобразия расисты делали у нас в Буче, в Чернигове, в Ирпене, точно так же, как в Мариуполе. Ich möchte mit Ihnen Kontakt haben, sagt Schuppina, Frau Schuppina, Schuppina, Frau Schuppina, aus Buche. Sie möchte Kontakt mit Ihnen haben und sie kann beweisen, mehrere Sachen, weil sie hat 20 Tage im Keller gewesen. In dieser Zeit war es alles gewesen, weil Nina Schuppina ist sehr bekannt in Kiew. Sie ist im Kultusministerium gearbeitet, sie ist Opernsängerin und sie hat 20 Tage im Keller und sie hat alles fotografiert und das waren Leute, welche heute leben in Deutschland. Okay, Dankeschön. Sie danke schön. Vielen Dank. Jetzt haben wir eine Menge an Aspekten. Bitte. Ja, Ukraine, Beitrag zur Konflikt. Diese Frau auch zu Ukraine. Ist jetzt in Ordnung. Ist angekommen. Nein, ich möchte, du hast nur auf die. Ich habe nie gesagt, dass es ein Theater ist. Ich habe nie gesagt, dass es ein Theater ist. Absolut nicht. Ich sage nur, dass es schwierig ist zu beweisen und dass man in einem Verfahren vor großen Problemen steht, wie ich damals gestanden habe. Ich glaube auch nicht, dass das ein Theater war damals in Abidjan. Aber Theater oder nicht Theater, ein Richter muss dann versuchen, den Beweis zu liefern, er muss ja dann das begründen. Da kann ich sagen, ja, ich glaube, es war nicht. Es geht ein bisschen. Richter zu sein, ist ein bisschen komplizierter wie Journalist zu sein. Entschuldige, wir alle Journalisten, aber ich sage, es ist halt ein bisschen schwerer Job. Ukraine Beitrag zum Konflikt. Also, ich möchte nur eines klarstellen. Meine Meinung, aber es ist meine persönliche Meinung, die ich aber schon vor dem 22. Februar irgendwo mir durch den Kopf gegangen ist, aber durch den 22. Februar bestätigt worden ist, meiner Meinung nach, ist, und ich komme aus Südtirol, ich bin deutschsprachig, ich bin Italiener, ich bin eigentlich Europäer, deutscher Muttersprache, italienischer Staatsbürger. Okay? Ich habe das vorhin mit Professor Gehler auch kurz besprochen. Die Pariser Verträge, die Italien und Österreich unterschrieben haben, um der deutschsprachigen Bevölkerung Rechte zu geben, und das sind banale Rechte, Sprache, Tradition, nichts besonders Schule, ja? Die sind irgendwie, und wenn Sie heute die Minsker Abkommen lesen, sind mutatis mutandis, nach 70 Jahren später, aber so ähnlich auch in den Minsker Verträgen, die ja von Deutschland und von Frankreich geöffnet ist. Was hat die Ukraine gemacht? Eben genau das, was Italien nicht gemacht hat.
Nichts. Sie haben es nicht umgesetzt. In Italien hat es dann Bomben gegeben, weil Österreich nicht in Italien einmarschiert, höchstwahrscheinlich, ja, okay, weil ein bisschen kleiner ist. Und in Ukraine hat es halt, ich sage, man hat einen perversen, blutrünstigen Psychopathen, das auf einem goldenen Teller das serviert. Das meine ich. Ich glaube, wenn das umgesetzt worden wäre, ich weiß nicht, ob, ich habe ja keinen Gegenbeweis, aber ich würde sagen, man hätte nicht, wo ist das Problem, wenn man den Leuten in Donbass erlaubt, Russisch zu sprechen? So what? Ja? Das meine ich damit. Aber ich habe natürlich keinen Gegenbeweis. Ich kann nicht sagen, ob das nicht, vielleicht wäre doch ein Einmarsch, ich weiß nicht. Wagner. Na, Motu Proprio steht irgendwo. Oh, Motu Proprio, warum habe ich Motu Proprio geschrieben? Ah, nein, das war schon die Frage. Die Motu Proprio habe ich schon behandelt. Die Wagner. Wer sagt denn, dass die Wagner nicht Non-Combatants sind? Meiner Meinung nach sind sie Combatants. Zwar, ja, man kann darüber diskutieren, wie man über alles diskutieren kann, klarerweise. Aber sie sind relativ gut integriert im System. Und ein Sondertribunal, Sie haben ein Sondertribunal angesprochen, Sondertribunal ist überhaupt die Schnapsidee schlechthin, glaube ich. Was hätte ein Sondertribunal an Legitimation mehr als nicht schon ICC hat? Keine. Das wäre nur für ausgediente internationale Strafrechtler, wie zum Beispiel eine Möglichkeit, wieder auf das Parkett zu gehen. Aber konkret hätte es überhaupt keine Auswirkung. Ich glaube, es viel besser wäre, wenn man aus dieser Erfahrung lernt und den ICC stärkt. Der ist ja schon da. Das ist meine Meinung. Haben wir noch Fragen im Raum? Ja, Herr Iser, ganz in der letzten Reihe. Ja, also es ist problematisch, diese Kooperation hinsichtlich so einem polizeilichen Zufluss, weil jetzt nicht jeder Staat unbedingt ein Rechtsstaat ist, sage ich jetzt mal so. Kommt das dann auch schon mal vor, dass man da, sage ich jetzt mal so, die liebsame Opposition ausliefert? Nein, da kann ich. Ich habe die Frage nicht ganz verstanden von Anfang an. Lauter und klarer. Die ersten Worte. Inwieweit ist die Kooperation hinsichtlich einem polizeilichen Zugriff problematisch? Ja, natürlich ist sie problematisch. Ich sage heute. Habe heute schon irgendwann gesagt, der ICC ist kein perfektes Konstrukt. Okay? Aber vor 25 Jahren hätten wir nicht hier gesessen, um über den ICC zu sprechen. Deshalb, die Tatsache, dass es existiert, ist schon ein Added Value, ja, im System. Das war das Geschäft. Bin ich ja völlig auf Ihrer Meinung. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich irgendwann mal 5 Haftbefehle erlassen habe, von denen einer schon in Haft war, das Problem war nicht sehr groß. Einer war physisch in der demokratischen, sogenannten Demokratischen Republik Kongo. Dann war einer in Belgien, einer in Frankreich und einer in Great Britain. Okay? Das glauben Sie, dass der erste, der mir geliefert wurde, wo der herkam. Von Kongo, weil der war von der Opposition. Der war ein Parlamentarier von der Opposition. Wenn er nicht von der Opposition gewesen wäre, wahrscheinlich hätte ich immer noch gewartet. Ne? Da gibt es, die haben dann abends, nachts sind sie zu ihm nach Hause, haben dann genommen, ein Flugzeug gesetzt und den nächsten Tag war bei mir. So geht es. Und die Tatsache, weil Sie zuerst gesagt haben, dass nicht alles lupenreine Rechtsstaaten sind, das ist ja eines der großen Probleme. Ich sage ja, wenn ich 123 Staaten habe, die das ratifiziert haben,
die das römische Statut ratifiziert haben und somit Mitglied des Systems sind. Ja, denn wenn ich anfange, schauen, wo ist der Rechtsstaat und was ist kein Rechtsstaat, dann glaube ich, dass ich mehr dicker mache bei Nicht-Rechtsstaaten, oder? Aber es gehört zur Entwicklung dazu. Es kann nicht so sein, dass man ein Statut unterschreibt und am nächsten Tag funktioniert alles perfekt. So geht es halt nicht. Leider. Ja. Vielen Dank. Wir haben hier noch einen Gasthörer. Bitte schön. Ich würde interessieren, wie ist der Erlass eines Haftbefehls möglich, wenn von vornherein feststeht, dass weil die Prozesshindernisse nach Artikel 15 im Verfahren der Rechtmäßigkeit entgegenstehen. Dann noch das eine und das zweite, aber da bin ich, und da gehe ich davon auch aus, dass das nicht zur Debatte führen würde, sondern nur eine kurze Darstellung. Halten Sie denn unter diesen vielen Gesichtspunkten, die Sie erwähnt haben, das Verfahren in Nürnberg überhaupt noch rechtsmäßig, gerechtsmäßig? Das Verfahren von damals. Damals. Aber unter Berücksichtigung der Dinge, die Sie hier vorgetragen haben, der Hindernisse. Klar, ich meine, natürlich, das zum letzten Wort zuerst zu kommen, natürlich ist das Internationale Nürnberger Tribunal aus heutiger Sicht etwas sehr Dubioses. Ja, das ist ja klar. Das ist ein Tribunal der Sieger gegen von der Verlierer. Das ist aus heutiger Sicht von den strafrechtlichen Prinzipien her undenkbar. Aber undenkbar ist auch der ICTY, weil hier geht es ja um die Erstellung eines Tribunals im Nachhinein, so wie es schon der ITM war. Aber okay, wenn ich aus heutiger Sicht spreche, dann muss ich sagen, es ist nicht rechtsmäßig, was damals das Tribunal an sich, aber ich muss auch sagen, dass es wenn ich mich zurückversetze in die damaligen Rechtsprinzipien, muss ich sagen, dass man, nach einer gewissen Rechtsstaatlichkeit, wie sie damals gang und gäbe war, auch außerhalb des ITM, absolut nach strafrechtlichen Prinzipien von damals gehandelt hat. Das heißt, in anderen Worten, es war nicht ein Tribunal, das Rache geübt hat. Zumindest es war nicht ein Tribunal, man stellt sich vor, Militärtribunal, alle geköpft. Ne? So ist es nicht. Es war ein Tribunal. Nach damaligen Ermessen war das, und ich muss auch sagen, dass wir heute die Rechtsprechung, hauptsächlich im substanziellen Recht, also das die Verbrechen an sich betrifft, sehr auf die Entwicklung, die Rechtsentwicklung sehr auf Tribunal, auf Nürnberg aufgebaut ist. Die andere, wie ist ein Haftbefehl überhaupt möglich? Ja, der Haftbefehl ist deshalb möglich, rein prozessrechtlich ist er deshalb möglich, wie ich vorhin versucht habe zu sagen, weil die prozessrechtlichen Bedingungen, also der Antrag von Staaten und die Erklärung seitens des Staates gegeben sind. Ob ich dann, ich meine, wenn ich heute hier in Hildesheim einen Raubüberfall und der haut ab und flieht nach Mexiko und die machen Haftbefehl und weiß, dass ich in Mexiko nicht bekomme, soll ich dann das alles fallen lassen? Das ist ein anderer Fall. Nein, es ist nicht ein anderer Fall. Das Prinzip ist dasselbe. Klar ist ein anderer Fall. Weil es ein Raubüberfall und dann ist es ein Völkermord. Aber das Prinzip ist dasselbe. Ich weiß, dass ich den nie erwische. Aber ich erlasse noch ein Haftbefehl. Vielleicht irgendwann fällt er mir hin. Was war mit Milosevic? Milosevic und Mladic, die waren jahrzehntelang
nicht aufgehalten haben. Niemand hätte gedacht, dass das dann zur Verhaftung und zur Auslieferung kommt. Was wissen wir, was in 5 Jahren ist? In einem Jahr, in 10 Jahren? Bitte schön. Mein Name ist Aline Winkler. Ich habe im Jahr 2001 über das Thema der internationale Strafgerichtshof promoviert an der Uni Würzburg, ein Thema aus Leidenschaft. Deshalb habe ich auch sehr interessiert Ihren Ausführungen. 2001 war die Doktorarbeit. Also ich habe über das Statut von Rom damals promoviert. Und wie gesagt, es war das Thema einer absoluten Leidenschaft, auch der Arbeit mit der Leiterin Notarin in Hildesheim, verfolge aber auch die Entwicklung. Und als ich dann den Einmarsch in der Ukraine mitbekommen habe oder die gesamte Entwicklung, war ich sehr verzweifelt, weil, wie gesagt, das Völkerrecht, Völkerstrafrecht ist nach wie vor meine Leidenschaft. Deshalb die persönliche Frage, ob Sie auch in der Art und Weise reagieren, dass man sich die Frage stellt, dass all die Arbeit, die geleistet worden sind, gerade wenn man überlegt, wie das Statut von Rom damals 1998 beschlossen wurde, dieser Enthusiasmus, diese Begeisterung, dieser. Irgendwie habe ich das Gefühl, das ist in gewisser Weise in Schutt und Asche. Deshalb brauchen wir natürlich Menschen wie Sie, die darüber referieren und weiterhin für den ICC kämpfen. Von der Bitte. Ich danke Ihnen für das. Ich bin ein Enthusiast. Ich bin ein Enthusiast. Und ich muss sagen, ich bin im März, am 3. März 2009, bin ich nach Den Haag. Zuerst war ich in New York gewählt worden, bin nach Den Haag und hatte weiche Knie. Und zwar, man denkt immer, bin ich dem gewachsen? Ja? Man muss ja das so angehen. Man kann nicht hingehen und sagen, okay, ich bin the best. Ja? Obwohl ich es dann nicht bin, aber ist egal. Und ich habe in diesen fast 11 Jahren habe ich eine Achterbahnfahrt gemacht zwischen himmelhoch geauchzet und zu Tode betrügen. Ja? Mir ist vieles gelungen, vieles ist nicht gelungen. Aber so ist das Leben. Es ist, wie ich vorher gesagt habe, es ist nichts Perfektes. Im Gegenteil. Ich wüsste, wenn Sie mir eine Woche lassen und ich schreibe das Statut neu, dann glaube ich, dass es viel, viel besser wäre. Weil ich weiß, wo ich eingreife. Ich möchte euch nur, um zu sagen, wo eines der großen Probleme steckt. Eines der vielen großen Probleme. Richterweise, Sie sind 18. 18 Menschen, die sich Richter nennen am ICC. Und ich war einer von 18 auf der Welt, die diesen Job hatten. Aber neben mir waren andere 17, von denen vielleicht 5, 6 vorher einen Gerichtssaal gesehen haben. Ich habe immer zu meinem deutschen Kollegen Bertram Schmidt, der macht jetzt auch im März fertig, Bertram Schmidt immer gesagt, wir sind die einzigen beiden, die im Leben vor ICC Staub gegessen haben. Ich war im Gefängnis, ich habe verhört, ich habe Zeugen vernommen, ich habe ermittelt. Während andere entweder Diplomaten waren oder auf der Uni Professur hatten, wobei ich ja nichts gegen Diplomaten und Professoren schon gar nicht habe. Richter zu sein, ist halt ein Job. Und das, was so faszinierend ist, im negativen Sinn, ist, dass all diese Richter, die eigentlich nie Richter waren, dann an der ICC kommen, aber die Pose des Richters sofort erlernen. Im negativen Sinne. Und das würde ich zum Beispiel ändern. Ne? So what? Habe ich mit Kollegen diskutiert und eigentlich fehlt mir das ABC, nicht? Was soll ich mit denen diskutieren? Und so gibt es tausende von Problemen, die man verbessern könnte. Deshalb glaube ich, dass ich habe meines beigetragen, mehr kann ich nicht tun. Und meinen Enthusiasmus habe ich immer noch und
Eine andere Frage ist ja auch die Finanzierung des Budgets. Über welche Mittel verfügt der ICC? Also der ICC wird finanziert von den Staaten, von den Mitgliedstaaten, außer der Ukraine, die ja nicht ratifiziert sind. Das Budget beträgt ungefähr, das wird jedes Jahr ein bisschen erhöht aufgrund der Inflation und so, aber so, um die 150 Millionen Euro. Jetzt meine ich, also 150 Millionen Euro, das ist ein Haufen Geld. Ja, klar ist ein Haufen Geld. Aber wenn man das in einem Kontext sieht, dann ist es nicht ein Haufen Geld. Weil wenn ich immer mit Bertram haben wir mal diskutiert, dass das Budget des ICC ungefähr dem Budget der Feuerwehr im Land Berlin entspricht, dann fängt die Proportion an, ein bisschen zu wackeln. Und wenn man bedenkt, dass wenn ich habe im Verfahren, das ich damals geleitet habe, in 3 Jahren haben wir ungefähr ein bisschen weniger wie 100 Zeugen einvernommen. Diese 100 Zeugen, die kommen nach Den Haag, die muss man abholen, die muss man versorgen, man muss ihnen vielleicht noch Kleider kaufen, weil sie ja nicht genau, also die kommen ja irgendwo nicht aus einer zivilisierten Gegend, zivilisiert in unserem Sinne meine ich, da verbringen wir wieder die Bürger in Wut ein. Ja, und das kostet Geld. Die Übersetzung, das kostet Geld. Ich habe zuerst der Professor Gehler erzählt, dass ich einmal einen Beschuldigten hatte, der war aus dem Sudan, aus dem Darfur. Den habe ich dann gefragt, was er, als eine der ersten Fragen, welche Sprache er möchte, oder welche Sprache er, so wie es im Statut steht, fully understands and speaks. Fully understand, so steht es im Statut. Bis auf irgendwo richtig, ich sage jetzt irgendwo, weil ich, kleine, aber ich sage, es ist richtig im Prinzip, dass jeder seine Sprache spricht. Das Problem war, dass er mir geantwortet hat, in Zagawa. Dann war ich natürlich immer perplex. Ich meine, man kennt Lingala, man kennt andere afrikanische Sprachen, aber Zagawa hatte ich noch nie gehört. Und dann habe ich mich schlau gemacht und dann bin ich drauf gekommen, dass Zagawa eine Sprache, nicht ein Dialekt ist, eine Sprache, die nur eine mündliche Sprache ist, die nicht geschrieben wird, die ungefähr 200.000-300.000 Leute irgendwo im Darfur sprechen. Und dann brauche ich einige Leute, die Zagawa sprechen, die aber auch Englisch können, was eh schon problematisch ist, die Zeit haben, nach Den Haag zu kommen, anstatt ihre Kühe zu melken, und die aus dem Englischen auf einem Tonband das sprechen, was sie da lesen, damit der Beschuldigte das versteht. Ja, das kostet Geld. Das kostet viel Geld. Und wenn ich diesen Standard erhalten will, und ich will diesen Standard erhalten, und wenn man den ICC will, und ich will ihn, dann muss man eben das Geld anstatt für die Fußballweltmeisterschaften oder für was weiß ich was, für wichtigere Dinge ausgeben. Ganz einfach. Aber da rennt sich niemand auf, wenn man für irgendeine Olympiade oder was weiß ich so und so viel x Millionen reinsteckt, um die Leute. Da riecht sich niemand auf. Also, ich bin absolut dafür, dass man genau kontrolliert, wie das ausgegeben wird. Aber wenn ich das in den Kontext bringe, dann sind 150 Millionen nicht viel Geld. Aufgeteilt auf 123 Länder, wovon Japan ist der Staat, der am meisten bezahlt, ungefähr 10 Millionen, dann Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, das heißt, das sind die Staaten, Kanada, das sind die Staaten, die ungefähr die Hälfte des Budgets bezahlen.
Ja, aber ich meine, für einen Staat wie Deutschland oder Italien sind 5, 6 Millionen ja nicht viel. Aber ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die um 1.000 Euro falschen bei jeder bei jedem Budget geschmissen. Da geht es um, aber ja, da streichen sie 20.000 Euro, so Peanuts, oder? Für den Staat eigentlich, nicht für uns. Schauen wir mal in die Runde, ob es noch eine Frage gibt. Ich hätte noch eine. Lebt man eigentlich als Richter, oder lebt man als Richter in einem internationalen Strafgerichtshof gefährlich? Ja, ich habe mein Leben im Staatsanwalt in Italien und in, ja, als Richter. Natürlich, man ist nicht immer hundertprozentig, man macht sich so seine Gedanken, das stimmt schon. Man fühlt sich beobachtet. Aber ich glaube, wenn ich Angst hätte, dann würde ich Arbeit wechseln. Aber so, dann müsste ja jeder, der einen Dankwart, eine Tankstelle hat oder ein Juweliergeschäft hat, der genauso Angst hat. So, ich habe diesen Beruf gewählt, weil ich den leben will. Und so ist es halt. Beruf aus. Ist jetzt gut gegangen. Beruf aus Berufung. Ja, Beruf aus Leidenschaft. Beruf aus Leidenschaft. Meine Damen und Herren, auch Leidenschaft nur mit Bindestrich, Leidenschaft, wie wir vernehmen konnten. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass wir am kommenden Montag einen Kollegen aus Wien haben, der über Neutralität im Lichte des Ukraine-Krieges spricht, über das kaum gesprochen wird. In den Medien wenig, in der öffentlichen Debatte schon gar nicht. Im Gegenteil, man nimmt erfreut zur Kenntnis, dass Finnland NATO-Mitglied ist und Schweden am Sprung ist. Aber Neutralität, wie geht es weiter? Quo vadis, das wird nächste Woche ein Kollege aus Wien, Heinz Gärtner, machen. Ich schließe nicht, ohne ganz herzlichen Dank zu sagen für diesen Schnelltrip von Mailand nach Hildesheim. Und zurück, weil es morgen wieder Verhandlungen gibt. Am späteren Nachmittag, lange Rede, kurzer Sinn, herzlichen Dank für die Blicke in die Praxis von mehr als einem Jahrzehnt ICC. Kuno Tapusser, ganz, ganz herzlichen Dank. Dankeschön.